Machen Sie sich bereit, denn es wird heiß. Es hat sich herausgestellt, dass die Drogenverbindungen der FDG stärker sind, als wir bisher angenommen hatten. Priego ist nur ein Strohmann kolumbianischer Interessen. Und mit kolumbianischen Interessen meine ich die FRC. Die FRC-Rebellen hofften über die FDG, genügend Einfluss in Kuba zu gewinnen, um die Insel als vorgelagertes Kokaindepot für die Belieferung Floridas zu nutzen. Nach dem für die FDG ungünstigen Wahlausgang sah Priego seine Macht schwinden und hat seine Hintermänner in Kolumbien um Hilfe gebeten. Die FRC hat bewaffnete Truppen in Kuba an Land gesetzt, um die FDG-Anhänger in ihrem Kampf zu stärken. Wir müssen alles daran setzen, diese neue Bedrohung in den Griff zu bekommen. Die FRC-Truppen sind dabei, am Strand in der Nähe von Dimas zu landen, und zwar in beträchtlicher Zahl. Wir werden später weitere Truppen in die Gegend senden können, doch im Moment sind sie die einzige Einheit, die uns zur Verfügung steht. Stoppen Sie die Fahrzeugkolonne, mit der die kolumbianischen Truppen transportiert werden sollen, und bringen Sie den Strand unter Ihre Kontrolle. Die FRC-Soldaten erwarten Nachschub. Also machen Sie sich auf eine zweite Angriffswelle gefasst. Zerstören Sie die Stege am Strand und den darauf befindlichen Nachschub. Auf einem der Stege haben die FRC-Soldaten einen Befehlsstand mit einem automatischen Granatwerfer eingerichtet, der unter allen Umständen ausgeschaltet werden muss. Ja, hört sich alles gruselig an. So, da vorne ist auf jeden Fall die Kolonie, die wir stoppen müssen. Da ist der Strand, den wir unter Kontrolle stellen müssen. Da ist ein Granatwerfer, den wir ausschalten müssen. Und da vorne sind da. Gut, den Steg. Und wir fangen da unten links an. Gut. Gut. Echt jetzt? Finde ich aber cool. Also ich muss sagen, so die Settings sind echt mega cool. Na? Alles klar, Bäume bewegen sich einfach so. cool, ich liebe die Grafik.
Sag ganz ehrlich, das macht mich schon nervös, diese Anzeige. Meine Güte. Ja, behalt euch, Alter! Was zum Fick, Alter? Wie ich hier alles alleine machen muss, ey. Hier kommen wir auch nicht.
Ja, weil Team B hat einfach sowas von keinen Bock auf sein Leben. Deswegen, da läuft nix. Hier, die stehen einfach doof rum, chillen ihre Eier bis zum Abwinken, anstatt einfach mal dahin zu rennen, zu kämpfen und super. Nö. Wir sind dämlich, deswegen, wir bewegen uns einfach null. Boah, Junge, das kann ich ja überhaupt nicht ab. Finde ich ja super, dass er nicht auf mich reagiert. So, dann den noch. Haben wir hier noch welche? Müsste eigentlich. Ja, man sieht null. Niet. Niette. Was soll ich da machen? Das haben sie blöd gemacht, sag ich ganz ehrlich. Ja, aber zu was für ein Preis, Alter? Was für ein Preis? Unnötig, einfach nur weil dieses Team einfach nicht hingegangen ist. Nee, haben einfach nicht gegangen. Sind einfach nicht gegangen. Dachten sich so, ach Bruder, wird schon stimmen. Ich chill jetzt so ein bisschen mein Leben und fertig. Meine Fresse, ey. Bruder. Ohne Witz, der steht da. Und ich sehe vielleicht gerade mal so den Kopf. Bruder, als ob ich dich perfekt zielen kann, Alter. Ja, die Mission können wir sowieso nicht mehr abschließen, weil wir haben keine Waffen mehr. Also wir können keine Dings mehr zerstören. Also Mission ist sowieso zu Ende. Bruder, bist du behindert? Willst du mich gerade hundertprozentig verarschen? Meine Fresse, ich hasse das Spiel mittlerweile, ey. Ja, weil es einfach keinen Spaß mehr macht.
Ziel 2 erfüllt. Ich meine, ja, die brauchen jetzt auch sehr lange, weil die verletzt sind. Warum zur Hölle habe ich auch bitte schon verletzte Leute hier? Wäre mal schön, das bitte zu wissen. Super, da kommen Gegner. Gut, einer ist schon mal tot, das ist super. Zweites auch tot. Wunderbar. Also die KI funktioniert. Wisst ihr was? Nächstes Mal schicke ich die einfach unten, ey. Kann doch nicht sein. Ziel 3 erfüllt. Ja, den Einstieg müssen wir, glaube ich, noch. Also, sogar 4 Missionen sind das, Mann. Wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele gleich mit einem Sniper einfach, ey. Ist einfach 100-mal besser. So, gucken wir mal, ob hier noch welche Gegner sind. Sieht eigentlich relativ verlassen aus. Ha, wir haben ja auch so gut wie alle getötet. Ja, gut, ganz ehrlich, ich tue mir auf jeden Fall nicht nicht den höheren Schwierigkeitsgrad an. Das könnt ihr sowas von vergessen, hey. Super. Ziel 4 erfüllt. Mission erfolgreich. Ich werde trotzdem gleich mit dem Scharfschützengewehr spielen, ey Bruder, ganz ehrlich, beste Waffe einfach. Trotzdem super schlecht bin ich, ey. Seid ganz ehrlich, ich bin mega schlecht in dem Game, ey. Oh, Junge. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Ja, vielleicht hätte ich Ghost Recon 1 und 2 erst spielen sollen, damit ich so ein bisschen in dem Ghost Recon Game wieder drin bin. Aber ich dachte so, ach nee, das Spiel wird schon easy. Was für Vorbereitungen am Arsch. Ja, und das ist das Ergebnis. Ach man, naja, egal. Es ist trotzdem ein Nebenprojekt, es ist ein geiles Projekt. Na, also ich habe hier auf jeden Fall meinen Spaß, wenn alles klappt. Ja, die Story ist ja nicht schlecht so, ne? Gefällt mir ja. Das mag ich an Ghost Recon, weil die Story immer sehr spannend ist. Sie ist flach und vorhersehbar, aber es macht halt trotzdem Spaß, in einem Special Force Team so welche Ziele zu machen. Ich mag sowas zum Abhaken einfach. Das ist mal was anderes, ist nicht einfach nur Call of Duty. So, ne? Deswegen mag ich die Ghost Recon-Reihe sehr. Und ich habe noch genug Teile zum Spielen. Priego verliert immer mehr Anhänger und sein Bewegungsspielraum verringert sich zusehends. Wir haben einen Großteil der bewaffneten FDG-Einheiten unschädlich gemacht und die FRC-Truppen ins Meer zurückgedrängt. Die großen Drahtzieher in Kolumbien haben beschlossen, ihre Verluste so gering wie möglich zu halten. Was bedeutet, dass Priego nun allein dasteht. Er hat sich mit seinen ihm noch verbliebenen Anhängern in eine alte Festung in den Hügeln der Sierra zurückgezogen.
Die Mission war das ja. Niemand steht die Ehre zu, die Ratte aus ihrem Loch zu vertreiben. Ah, die Mission ist Die scheiße. Festung ist eigentlich ein Weingut aus den 20er Jahren des 18. Naja. Jahrhunderts. Aber seine Lage oberhalb steiler Weinberge und die gut positionierten Wachposten machen es nur schwer einnehmbar. Ihre Aufgabe lautet dennoch, schalten Sie die Wachposten aus und nehmen Sie das Gebäude ein. Priego hält sich mit seinen besten Leuten im Inneren auf. Es wird nicht leicht sein, an ihn heranzukommen. Aber wir brauchen ihn unbedingt lebend. Tot würde er zum Märtyrer stilisiert. Und das ist das Letzte, was die kubanische Regierung derzeit braucht. Es befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz hinter der Festung. Also müssen Sie darauf achten, dass er Ihnen nicht von dort aus entwischt. Wenn es ihm gelingt zu fliehen, fängt der ganze Spuk wieder von vorne an. Nun wissen Sie, was zu tun ist. Also, enttäuschen Sie mich nicht. Ja, die Mission war schon, die ist ein bisschen härter. Das ist die letzte Mission halt, ne? So. Let's go, Leute. Und den Typen spiele ich. Ich spiele auf jeden Fall Scharfschütze, ey. Lass meine Truppen vorrücken, ey. Am Arsch mache ich das selber, ey. Na, auf jeden Fall spielen wir gleich Jungle Storm. War jedenfalls geplant. Sollte auch klappen.
Soll einer hier sein, aber. Gar keine Ahnung. Aber ich sehe den Gegner nicht. Tatsache, da ist er.